Martina Müller. Kurze Angabe, sehr gut. FF. Cindy Nöckel. Erneut bei der Angabe. Und ich tippe erneut auf lang. Rechts auf die Sperriner Seite, so kam's. Nixdorf holt den Ball. Und der Ball prallt so unglücklich. Christine Mast und es gibt erneut Satzball für Schneewedding. Martina Müller. Wieder kurz und wieder erfolgreich. Obwohl Schneewedding doch wirklich da frühzeitig eigentlich gestartet war, dann doch stoppte, führte das noch zum Erfolg. Cindy Nöckel. Martina Müller jetzt gut angenommen. Nixdorf und jetzt Hürst vielleicht mit der Möglichkeit. Ah, zu schwach. Und jetzt Morowke. Müller holt den Ball. Nixdorf. Und Hürst. Zu schwach. Morowke macht den Punkt. Zum erneuten Satzball. Martina Müller schlägt erneut auf gegen den Satzball. Ah, halt gut, aber jetzt die Möglichkeit, hier den Satz abzuschließen. Morowke wieder kurz, Hürst hat den Ball. Nixdorf und jetzt Müller. Sehr gut die Lücke gesehen und den Punkt geholt. Das wird auch entsprechend gewürdigt hier. 13-13 und jetzt kommen wir in Volleyballverhältnisse, zumindest für den Tiebreak. Weil jetzt brauchen eine der beiden Mannschaften mindestens 15 Punkte. Cindy Nöckel. Übertritt. Und damit jetzt der Satzball für den ESV Schwerin. Und der Aufschlagwechsel. Laura Morowke. Bisher mit einem starken ersten Satz. Müller hat den Ball. Nixdorf bringt ihn. Und Maas bringt ihn rüber. Und der Punkt für Schwerin. Aber man hat sich jetzt den Vorteil erkämpft. Man hat sich quasi diesen einen Punkt jetzt vorgekämpft und hat jetzt selber die Möglichkeit, mit der eigenen Angabe erneut hier in Führung zu gehen und einen erneuten Satzball zu gewinnen. Und wieder der kurze Ball von Martina Müller. Und die Halle. Ach und. Okay, da müssen wir jetzt ein bisschen Regelkunde betreiben. Bei 15 ist der Satz vorbei. Das sieht so aus. Die Regelung war mir auch noch neu, aber der erste Satz geht an den ESV Schwerin. Okay, auf geht's. Satz Nummer 2, der erste. Anspannung ja nicht zu überbieten. 15-14. Da jetzt noch einmal die Regelkunde eingeholt vom Schiedsrichter. Maximal bis 15. Weiter geht's, die 15 Pitzen, das knappste. Und mögliche Endergebnis. Cindy Nöckel jetzt mit dem 1-0 für Schneewedding. Also Schwerin kann hier den ersten Satz für sich gewinnen. Und vielleicht gibt das den nötigen Auftrieb, dass man auch mal den ersten Satz gewonnen hat und auch gut gegen Schneewedding hier mitgehalten hat.
hier vielleicht zwei nötige Punkte zu holen und die Sensation in Klassenerhalt doch noch zu schaffen. Diana Hürst. Morowke mit einem guten Ball und Hürst mit der Möglichkeit. Sind nicht richtig getroffen, aber als Variante nicht schlecht, eben ihn nicht abzulegen, wie alles erwarten, sondern den langen Schlag zu suchen. Und Morowske findet die Lücke in der Schweriner Abwehr, 2:0 für Schneverding. Ja, das, was wir im ersten Spiel feststellen mussten, dass es nicht das Spiel von Martina Müller war, umso mehr wird es das jetzt scheinbar hier im zweiten Spiel des ESV am heutigen Tag. Und sie schlägt jetzt auch auf. Morowke, gut gespielt, gut aufgepasst, auch von Müller. Nixdorf mit dem Heber und Hürst mit dem krassen Schlag. 1:2. Cindy Nöckel. Hürst nimmt den Ball an und dann ist es Martina Müller, die den Ball rüberbringen wird. Schön als kurze Variante. 2:2 und jetzt ist auch die Sicherheit bei der Spielführerin von Schwerin, was im ersten Spiel so gefehlt hat. Und das ist sehr, sehr schade, weil das doch entscheidend gewesen sein könnte. Ball von Nölke geholt, von Müller. Und Hürst erneut. Oh! Da waren sie sich uneinig in der Abwehr von Schneverding und das ist die Führung für Schwerin im zweiten Satz, 3:2. Marowke. Und da ist wieder die Lücke. 3:3. Müller. Das war ganz schnell bei den kurzen Ball aufgreifen. Und Nölke mit dem starken Schlag und ebenso stark geholt von Hürst. Und Müller. Schwierigkeiten jetzt bei Schneverdingen. Wir werden den Ball jetzt noch rübertragen. Aber das war gut, Hürst. Und Müller. Mit der kurzen Variante. Und der Punkt für Schwerin. 4:3. Cindy Nölkel. Und der Ball im Netz, 5:3 für Schwerin. Cindy Nölkel. Kurze Variante, Müller holt den Ball. Ludwig und Nixdorf wird ihn jetzt rübertragen. Aber das ist natürlich die Chance jetzt für Schneverding über Morowke. Und Nixdorf zu spät. Aber es war gut gestellt von Schneverding. Morowke, die in diesem Spiel wirklich stark auftrumpft, hatte alle Möglichkeiten von dem langen Schlag bis zur kurzen Variante. Schwerin stellte sich auf die lange ein.
Die kurze kam. Punkt. Für Schneewetting. Müller. Und da hat Schmarin das nötige Glück. Der Ball an die Decke und von da aus purzelt er an die Mauer und damit der Punkt für Schmarin. 6:4. Nixdorf holt den kurzen Ball. Ludwig Hörst gut rübergeschlagen, der Heber. Natürlich schwach. Und die kurze Variante führt zum Punkt für Schneewetting. Es wirkt ein wenig verzweifelnd, was Schwerin da jetzt ausdrückt. Das ist gar nicht nötig. Man führt hier nach dem ersten Satz mit 1:0 und im zweiten Satz mit 6:5. Man muss vielleicht auch einfach mal zufrieden sein. Marowke, auch wenn mal ein Punkt verloren geht. Und Martina Müller. Gar nicht schlecht. Das hat Schneewetting sehr gut gemacht. Marowke. Hürst holt den Ball. Nixdorf wird ihn vortragen. Und Müller abschließen. Schwierigkeiten mit und der Ball im Aus. Und damit Punkt für Schwerin. 7:5. Aber merkt doch deutlich, wie sehr die Spielerinnen aus Schwerin diese Nervosität aus dem ersten Spiel abgelegt haben. Und zu was sie eigentlich doch in der Lage wären. Nölkel mit der Angabe ins Aus. 8:5. 3 Punkte Führung für Schwerin. Und da gibt es gleich einen Dreifachwechsel bei Schneewetting. Ins Spiel kommen Chantal Heinz, Janina van der Leed und Henrike Seitz. Und aus dem Spiel gehen Nadine Kowalczyk, Caroline Christoph und Luciana Nepper. Also eben mal die komplette Abwehr ausgewechselt. Wollen wir mal schauen, ob das was bringt. Nixdorf und Hürst mit dem Ball ins Aus. Es gibt zwar den Punkt für Schneewetting, aber das ist natürlich nicht der Abwehr zuzuschreiben, wenn der Schläger zu weit schlägt. Martina Müller. Bei der Angabe. Das war eine kurze Angabe, auch damit hat sie wieder Erfolg. 9:6. Zinni Nölkel. Der ist weggekriegt. Ludwig nicht richtig angenommen. 9:7. Martina Müller bei der Angabe. Ins Aus direkt.